Seit 1914 reiste Liebermann nicht mehr nach Holland. Das hing natürlich mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs zusammen. Liebermann hatte sich aber 1910 eine Villa am Wannsee gebaut, mit einem wunderschönen Garten, der direkt an den Wannsee grenzt. Und hierhin reiste er jeden Sommer, dort verbrachte er die Sommermonate. Und hier in diesem Wannseegarten fand er seine wichtigsten Motive für die 20er Jahre. Damit war er im Grunde genommen ganz wesentlich absorbiert. Er hat damals auch noch eine ganze Menge Porträts gemalt, aber die Motive vom Sport rückten ganz einfach in den Hintergrund. Er malte noch Alleen im Tiergarten, da findet man Reiter. Er malte Badende an Seen, an der Havel, aber es ist einfach nicht mehr das Hauptmotiv. Er hat sich inhaltlich anders in eine andere Richtung gewendet.